Essen gibt. Und dann, genau, ich habe überlegt, kurz was zu sagen, warum überhaupt ist das Thema wichtig, ganz kurz, dann ein bisschen Hintergründe und dann das nächste ist eben so die Diskussion, was kann so ein Scope sein von so einem Leitfaden rund um Change Management, was können Zielgruppen, Zielrichtungen, vielleicht kommen auch sogar dazu, was Themen sind, also was sie dann im Leitfaden so die Wochenüberschriften sind. Ich nehme an, ihr kennt alle die US-Leitfäden, oder? Okay, dann vielleicht ganz kurz, kennst du BOL? Working Out Loud, okay, also es ist im Endeffekt ein Leitfaden, den man als Lerngruppe nutzen kann, innerhalb von 3 Monaten sich, ich glaube, 12 Mal zu treffen oder 11 Mal. Du hast dann immer pro Woche eine Aufgabe und da hast dann so einen Sprint zwischendrin. Meistens treffen sich die Gruppen und reflektieren dann die Aufgaben. Manche Aufgaben werden auch in der Gruppensession gemacht. Und die Idee ist eben, über einen längeren Zeitraum in kleinen Gruppen zu arbeiten und da eben eine Kompetenz aufzubauen, ist dann nachhaltiger im Vergleich jetzt, wie wenn ich erst eine Schulung an einen Tag gehe oder so, ne? Da regelmäßig an was zu arbeiten. Wir haben jetzt bei der SAP schon sowas gemacht mit Kunden und Partnern und Mitarbeitern. Ich weiß, andere wie Conti, ihr habt da auch schon so eine Learning Circle Challenge gemacht, also einen Rahmen zu bieten. Die meisten Leitfäden sind bis jetzt für Individuen, also Kompetenzen aufzubauen, Podcasting, Sketchnoting, was auch immer es gibt. Und meine Idee war einfach, sowas mal zu nutzen, auch im Change-Kontext. Die Frage ist eben wie, aber zuerst vielleicht zu Brei, also ganz kurz zu den Leitfäden. Und das ist dann im Endeffekt halt ein Dokument, was dann so eine Lerngruppe nutzt, um durch so 3 Monate zu arbeiten. Warum das jetzt bei uns ein Thema ist oder für mich ein Thema ist oder warum es interessant ist, also ich denke, es ist nicht nur bei uns, ich glaube, ich habe es jetzt aus dem SAP-Kontext gesehen, es gibt gerade extrem viele neue Projekte wieder, spezielles S4HANA, also das neue ERP-System. Wir wissen alle, es ist mehr wie ein IT-Projekt, trotzdem wird es meistens sehr stark IT-mäßig durchgeführt oder Fokus auf Prozesse oder Kosten und Qualität, aber wir wissen ja, ein Großteil von allen Änderungsprojekten scheitern, weil der Faktor Mensch nicht gescheit eingebunden wird. Ne? 82 ist es eine Zahl, ist auch weniger oder mehr, aber ich habe auch schon so viele Leute gefragt, warum? Warum immer noch? Wir wissen es doch eigentlich seit so vielen Jahren. Aber ich denke, das hat viele Gründe, Ausbildung, Kontext, Management, Denke und so weiter. Und oft wird auch isoliert geguckt, ne? Schulungsprojekte, Change-Projekt. Ich finde, sowas kann man schon zusammen sehen und eben auch überlegen, wie man so eine Selbstorganisationsmethode wie LernOS vielleicht nutzt. IT-Projekte, finde ich, haben Besonderheiten, also Schreibfehler auch, geringere Freiheitsgrade, also ist gerade, wenn wir jetzt von Cloud reden, und es hat jetzt nicht nur was mit SAP zu tun, das ist bei Salesforce, das ist bei so einer neuen MS mit Microsoft-Lösung, du hast schon weniger Freiheitsgrade, wie vielleicht bei anderen Transformationsprojekten, wenn du jetzt, keine Ahnung, neue Werte, neues Leitbild, Agilität, Riesenthema bei manchen Firmen, ne? Aber Cloud-Software ist halt jetzt nicht so Open-Source, wo da jeder seinen Prozess mappt und entwickelt dann, wie es gerade passt, auf dem Status quo, sondern eben Best Practices. Also das ist ein Ding, du hast auch viele Daten natürlich, in Deutschland immer ein Thema, individuell, aber du hast viele Daten, die verfügbar sind natürlich, weil du alle mit auf einen Tenant meistens arbeiten. Was bei inzwischen ja auch so ist, ne, der Move in so eine neue Software ist ein großer Change, also Large Scale, was vielleicht alle Mitarbeiter vielleicht sogar betrifft. Aber dann, was ja auch neu ist, so in der Cloud, ist, dass sie dann viele kurze Änderungen haben. Also wir kennen es vielleicht ja selber, wenn sich irgendwie Instagram oder was auch immer ein App abgedatet hat, plötzlich gibt es neue Features, aber auch im Business-Kontext. Ne, dann einmal im Quartal, bei uns manchmal pro Monat, gibt es neue Features und gibt immer wieder Änderungen. Also jetzt nicht nur ein großer, sondern auch viele regelmäßig. Es gibt vielleicht noch andere Besonderheiten von IT-Change-Projekten. Ja. Und genau, habe ich schon gesagt,
sag ich, voll Schreibfehler, tut mir echt leid. Ich muss mal die Folie. Nach dem vierten Bier. Ich denke, also was, wo wir gut sind, ist. Ne? Also ich denke, Projektmanagement, das ist schon gut abgehakt. Das sind so die harten Faktoren, Organisation, Gruppe, Individuen, da die Rollen und was auch immer. Ich will da gar nicht drauf gehen. Bei Change geht es eher auch um die soften Faktoren, Leadership, Dynamiken, Ängste, Widerstände, Kultur und so weiter. Ist, denke ich, so relativ Common Sense. Um Projektmanagement müssen wir uns vielleicht nicht mehr so kümmern. Es gibt in dem Kontext aber halt schon viele Projektmethoden und auch Rahmenwerke. Das ist eins von uns. Da hat jede Beratung andere Rahmenwerke, die ich denke, die sind austauschbar. Das ist wichtig bei einem Change, die Strategie, Leadership. Ist jemand? Müssen wir kurz muten, oder? Hallo, eins, zwei, jetzt? Genau. Das war eigentlich ausgedingst. Warte mal, gehen wir schnell auf die nächste Folie. Ich will jetzt gar nicht so viel Folien zeigen. Genau. Ich meine, jetzt überwältigt einen zuerst mal, aber das ist jetzt zum Beispiel so eine SAP-Methodik. Ne? Ich denke, das gibt es für alle Softwarelösungen, dass ich so einen Change-Prozess in verschiedene Arbeitspakete paketiere halt. Ne? Jetzt von der Klassiker ist es so ein Assessment, wie reif ist es, wie ist die Akzeptanz und so weiter, bis hin zu einem Schulungsplan für die Anwender. Genau, das ist nur mal als Beispiel. Und dann gibt es natürlich auf dem Markt einen Haufen andere Frameworks auch. Also, kennen ja sicher hier Kotter, ist mal schön dargestellt, hier links als Kreislauf. Dann gibt es natürlich aus dem agilen Kontext, ich weiß, auf dem Change Camp. Da hat Emergize auch einiges vorgestellt, jetzt auch so Brown Paper-Ansätze, wo du Leute einbinden kannst. Also ich denke, da gibt es genug. Ich würde halt vielleicht schon gucken natürlich an welche, die jetzt nicht intergalaktisch sind, wie jetzt das Rechte, sondern schon welche, die auch im IT-Kontext genutzt werden, wenn es um IT geht. Genau, das war es eigentlich schon jetzt zu meinem Input, was ich mir mal gedacht habe, weil es ist interessant vom Kontext her. Vielleicht könnte man da davor nochmal diskutieren, was macht IT-Projekte besonders, bevor wir jetzt so reingehen, wie könnte man da jetzt die LernOS-Methodik nutzen in dem Kontext? Oder was meint ihr? Ich habe hier mal einfach ein paar Fragen aufgeschrieben, ne? Was könnte Scope und Zielrichtung sein? Aber wir können da nochmal diskutieren, ne? IT-Projekte, oder was seht ihr da an Besonderheiten? Im Change. Ja, wir haben weniger Freiheitsgrade vielleicht. Der andere. Vielleicht einfach noch die, die im Chat draußen online dabei sind, einfach anheben und dann können wir euch anmuten. Ich finde das ein sehr spannendes und aktuelles Thema. Ich habe eine andere Zahl, es sind nicht 82%, sondern 70%, aber es ist eigentlich egal. Ist auf jeden Fall eine Menge. Und ich war erst vor zwei Wochen auf einer Microsoft Infinity-Konferenz in Wien und habe dort für mich eine Erfahrung gemacht, die eigentlich genau das beschreibt, was der Thomas erzählt hat. Dort gab es nämlich eine Adoption-Vorstellung von Microsoft, also wie kriegt man Microsoft-Produkte an die User ran. Und die große Headline war, auf dieser Folie drauf stand dann, IT muss Wegbegleiter sein. Jetzt war ich auf der LearnTech vor ein paar Wochen und da ging es auch um die Microsoft Adoption und dort wurden ähnliche Präsentationen zum Thema Einführung von Microsoft vorgestellt und das wird aber von der HR gemacht und dann stand der Satz drunter, HR muss Wegbegleiter sein. Und genau das hat mich inspiriert, jetzt in diese Session reinzugehen zum Thomas, weil ich mir gedacht habe, es ist immer noch anscheinend ein Ressort-Egoismus vorhanden und es muss ja kommuniziert werden. Und der Ragnar, der jetzt hier auch dabei ist, der hat mir erklärt, warum es zwei OneNote-Versionen von Microsoft gibt. Einmal die Desktop-Variante und einmal die für die Browser-Applikation. Das liegt daran, weil in Redmond, Kalifornien zwei Entwicklerteams an zwei Produkten arbeiten und die nicht miteinander kommunizieren.
was für die User wie uns natürlich relativ schlecht ist. Und für mich ist das ein großes Thema. Und wenn es um harte oder um weiche Faktoren, speziell eher um weiche Faktoren geht, könnte ich mir gut in so einem LernOS-Guide vorstellen, dass man das Thema Kommunikation mal ein bisschen betrachtet, weil Change auch mit dem Thema der Kommunikation immer wieder einhergeht. Wäre mein Input zu sagen, welche Faktoren ließen sich vielleicht auch als kritische Erfolgsfaktoren innerhalb eines Prozesses, eines Change-Prozesses aus IT-Sicht integrieren, um vielleicht einen Leitfaden, einen Guide zu haben, gerne auch als White Paper, der, sage ich mal, neben so einem Assessment, wie es der Thomas gesagt hat, im Rahmen der digitalen Reife gerade nicht harte Faktoren abzugreifen, sondern über einen gewissen Learning Circle auch zu sagen, inwieweit haben wir denn die weichen Faktoren gerade bespielt. Das wäre so mein Ansatz. Kannst du vielleicht nochmal wiederholen? Ich war gerade voll irritiert. Ich glaube, irgendwas ist gerade in dem Board passiert und ich war gerade beim vorletzten Satz. Bin ich auch ausgestiegen, gerade für die Doku, dass ich es nochmal mitschreibe. Also du hast so Themen gesagt. Themen gesagt, die auf die weichen Faktoren einziehen, insbesondere die kritische Erfolgsfaktoren, abgebildet in einem Lernmeister. Also, okay, ja. Genau, ja. Vielleicht greift man sicher da verschiedene Boxen aus dem einen Plan raus. Natürlich kann man nicht alles machen. Ne? Also meine, gibt es noch andere vielleicht Anmerkungen zu Besonderheiten von IT-Change-Projekten? Ich meine, sonst könnten wir mal gucken, was könnte überhaupt so eine Zielrichtung sein von so einem Guide? Also ich habe auch überlegt, natürlich, also viele Guides bauen eine Kompetenzen auf. Wollen wir vielleicht Kompetenzen in Change-Management aufbauen für Manager, für Netzwerke, also Change Agents, sind gerade bei IT, so ein Agent-Netzwerk, ist so was Wichtiges. Es ist, glaube ich, nicht bei jedem Change so ein Thema, aber gerade das sind oft die Key-User oder die Multiplikatoren. Ich meine, vielleicht macht man da einen Guide, um so ein Netzwerk aufzubauen. Es wäre jetzt eher so ein kleinerer Scope, wäre vielleicht auch möglich. Also jetzt nur als Ideen. Ich weiß nicht, was da eure Ideen wären, was für eine Zielrichtung sein kann. Ja, bitte. Ich hätte vielleicht auch noch ein Thema, weil ich finde, gerade bei IT-Projekten satteln die meistens auf Prozessen und Arbeitsweisen auf, die es schon gibt. Das heißt, die rühren irgendwann die Identität der Leute an, wo man sagt, hey, ich habe das jetzt 20 Jahre ohne das gemacht. Wieso waren die letzten 20 Jahre falsch? Und ich habe oft das Gefühl, dass in dem Change-Prozess dieses Thema Identität, wie gehe ich denn da wertschätzend mit den Leuten um, damit ich sagen kann, die letzten 20 Jahre waren richtig und die nächsten 20 Jahre, die anders sind, sind auch richtig. Da habe ich gedacht, wäre vielleicht auch nochmal so eine Richtung, in die man... Das gerade in der Kommunikation ist es ein wichtiges Thema, ne? So Appreciation der bestehenden Rollen, der bestehenden Erfolge und nicht zu sagen, alles war schlecht. Und ja, ich meine, manche Sachen ändern sich natürlich schon, ne? Manche Aufgaben, manche Rollen. Also, das ist ja auch okay. Ja. Okay, Wertschätzung des Bestehenden. Ja, okay. Das wäre schon eher ein Thema, ne? Wie man sowas einbauen kann. Ja, ja, und also es wäre ja eigentlich eher so das Mindset-Thema auch. Und da muss ich dann auch direkt an Kultur und kulturelle Unterschiede bei einem globalen Unternehmen zum Beispiel denken. Das wäre dann, finde ich, auch ein wichtiges Thema, dass man das auch irgendwie mit berücksichtigt. Und genau. Ja. Was Mindset, wie man da, die Kultur, wie man die entwickelt? Oder? Nee, generell, also das wäre für mich so ein Mindset-Thema. Also es könnte halt so ein Bereich sein in so einem Leitfaden. Und dann ein Thema halt noch, ein zweites Thema wäre halt Kultur. Also kulturelle Unterschiede vielleicht berücksichtigen, kultursensibel daran gehen auch, genau. Und das geht natürlich dann auch wieder über solche Change Agents, dass man Change Agents involviert, über die Feedback einholt, um halt zu verstehen, wie global, also wie die Unterschiede vielleicht auch global sind bei den Nutzern. Was denkst du jetzt von der Zielrichtung? Denkst du, so Netzwerke aufbauen, sowas wird eher Sinn machen? Oder ja. Also auf jeden Fall, also wir haben ja auch unsere Guides sozusagen, die nutzen wir natürlich auch, die sind auch in der IT und mit denen versuchen wir natürlich auch die Veränderung dann voranzutreiben, die Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie halt wirklich dann auch wissen, wie sie die Tools verwenden können. Mit denen setzen wir auch so Lernkonzepte um, zum Beispiel Learning Bytes bieten die Guides dann an, genau. Also Thema Lernen, es wäre vielleicht auch noch was wir da ergänzen könnten.
also Trainingsangebote. Du willst? Ah, okay. Ja. Die sechs. Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen, zu dem Mindset natürlich, es geht ja darum, dass jeder muss ja den Change umsetzen. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall auf die Menschen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ne? Also die sind ja die den Change umsetzen werden. Das heißt also, ja, ohne dass sie da mitarbeiten, das Commitment dann da ist, das sind doch dann wieder eben diese Change Agents, ne? Also, dass man irgendwie Champions hat, die halt, wie man ein Champion wird vielleicht. Ein Change Champion. Genau, ich glaube, das wäre echt eine gute oder mögliche Zielrichtung oder Zielgruppenrichtung, dass man jetzt nicht auf den betroffenen Mitarbeiter, der dann später die Dingens ausführen muss, die neuen Prozesse, sondern wirklich auf die Change Agents, also die Multiplikatoren. Also das, ja, okay. Dann hier noch zwei Worte. Ja. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass viele von euch eher so die Faktoren benannt haben, die grundsätzlich bei einem Change-Prozess aufpoppen. Mhm. Und meine Frage dazu ist, ist es sinnvoll, sich nur auf IT-Projekte zu beziehen? Dann wäre ich dafür, dass wir Faktoren suchen, die sich spezifisch auf IT-Projekte beziehen, unabhängig davon, ob sie auf Individuen, aber das, was ihr gesagt habt, ist ja, es sind ja Faktoren, die allgemein beim Change aufpoppen. Von daher war jetzt meine Erwartung, dass wenn ich mich auf IT-Projekte beziehe, dann die Spezifika, also die spezifischen Herausforderungen im IT-Bereich herauszukristallisieren. Und zwar in Abgrenzung zu einem gemeinschaftlichen Change-Prozess. Was mich zu der Frage führt, ob das überhaupt voneinander abzugrenzen ist. Also wir wissen alle, also wenn ich das systemisch betrachte, dann schraube ich an einer Ecke und habe die Wirkung an einer ganz anderen Ecke. Also von daher wäre es vielleicht sinnvoll aus meiner Perspektive, dass wir den Leitfaden so benutzen, dass wir einen Change-Prozess durchlaufen innerhalb der 12 Wochen und dieser Change-Prozess so aufbereitet wird, dass die Perspektiven der unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen aufgegriffen werden. Das kann man ja über die Katas machen. Sodass auch diejenigen, die jetzt spezifisch an einer Stelle im Change-Prozess sind, sich die spezifischen Katas rausfiltern können und sagen können, okay, ich als ITlerin habe das Problem, wenn ich mit dem End-User kommuniziere, dann ist die Kommunikation schwieriger, weil die Denkstrukturen unterschiedlich sind. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Und das fände ich eben interessant, wenn dieser Leitfaden das beinhaltet, was nirgendwo sonst festgehalten, also im Sinne des Wissensmanagements, dass ich einen Leitfaden habe, der mich an die Punkte führt, die sonst die blinden Flecken sind im Change-Prozess. Und das ist für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, das nur auf IT oder zumindest, wenn es auf IT ist, dann das einzubetten in den Gesamtprozess. Und nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Ich versuche mal mitzuschreiben. Ne? Ich hoffe, das macht Sinn. Also ich habe es auf die Themenseite mal geschrieben. Ja, ich... oder Ausrichtung. Gerne, also. Hey, ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, die sind besonders bei IT, gerade bei so Cloud, was jetzt halt viel ist.
ist schon geringere Freiheitsgrade und teilweise Vorstrukturierung. Das ist jetzt bei, wie gesagt, bei anderen Sachen anders. Wir wollen jetzt kundenorientierter an den Markt gehen oder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist natürlich offener. Da können sich Menschen vielleicht mehr einbringen. Ich kann jetzt nicht die Software komplett verändern als Betroffener oder so. Ne? Kann die Konfiguration anpassen. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Ding, oder die Large Scale und Continuous Scale, gibt schon ein paar Veränderungen. Ich würde das nicht so formulieren, dass ich das als geringere Freiheitsgrade sehe, sondern als geringere Freiheitsgrade formulieren, weil es oder als Begrenzung, sondern es ist eine andere Art und Weise. Also die ITler arbeiten mit Hard Facts, also Nullen und Einsen, sage ich jetzt mal, in der Programmierung oder und wenn ich in die Richtung Kundenorientieren gehe, dann sind das eben sozial-kommunikative Faktoren und die damit eben weich sind. Also die sind nicht mit Zahlen bezifferbar. Und ich glaube, das ist der Unterschied, der eine ist nicht schlechter als der andere. Daher ist einfach auch die Vorgehensweise anders. Und ich finde, das können wir versuchen, auf den Punkt zu bringen und dann auch dahingehend Hilfestellung zu leisten. Du wolltest was sagen, ne? Ja, also ich hatte mir so vorgestellt, ich würde gerne mein Wissen als Change-Begleiterin weitergeben, weil ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, dass die verschiedenen Rollen, die entscheidend sind im Change, dass die eine Ahnung haben, also zumindest die Grundlagen. Also das heißt, also die Grundlage heißt für mich schon mal die Change-Kurve, die Veränderungskurve, wo man so Themen drin hat wie Leidensdruck, Tal der Tränen und auch tatsächlich ein Bewusstsein für das Thema Emotionalität auch schaffen. Was ganz wesentlich sind so Themen Umgang mit Widerständen, ganz klar auch das Thema Führungskräfte, Entscheider, wie hole ich die mit ins Boot. Da ist, also das ist eigentlich meine Erfahrung, dass das meine größte Aufgabenstellung überhaupt ist. Es ist gar nicht der Widerstand, es ist die Kommunikation mit dem Management und denen deutlich zu machen, was Change überhaupt bedeutet. Und jetzt speziell für die IT glaube ich, dass es auch wichtig ist, eine Kompetenz zu stärken, in die Kommunikation mit den Betroffenen zu gehen und da wirklich viel besser zu werden und einfach da einen guten Austausch zu haben, wie man sowas angeht und darauf auch Wert zu legen und zu sehen, was das für ein Beitrag ist. Also damit die Beteiligten zu Gestaltern werden, das Change. Das wäre für mich so ein ganz wesentlicher Fokus. Das wäre dann aber ja theoretisch, ich meine, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, ne? Das wäre dann eher ein Grundlagenguide, Change Management, Grundlagen Change Management für alle Betroffenen oder Beteiligten. Ja, für zentrale Rollen. Für zentrale sagen. Rollen ich doch. Ich würde das nicht. Dann schon auch für die AIDS. Change Agents, also ja, aber auch für Manager. Auch Führungskräfte auf jeden Fall. Mhm. Das ist mitnichten nur Theorie, also ein bisschen Change-Kurve, ja, man braucht ein Verständnis für den Change, aber für mich würde es ganz konkret auch darum gehen, da Handwerkszeug mitzugeben, dann wie man das weiter betreibt, ne? So wie man das umsetzen kann, wie man mit Widerständen umgeht, wie man in eine gute Kommunikation, in einen guten Austausch geht, was wichtig ist, wenn man mit Führungskräften eben spricht, auch, ne? Also die unterschiedlichen Rollen auch klar zu haben. Haben, ne? Da gibt es eben einfach ganz unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Also genau solche Themen anzugehen. Also zentrale also Rollen. Cool. Aber nicht am Anfang, weil das ist ja das, was immer gefragt wird. Gibt es dafür ein Tool? Die Tools sind zweitrangig. Die sind Umsetzung für bestimmte Themen und Herausforderungen im Change. Und jetzt weiß ich nicht, an wen ich weitergeben soll. Ich tue gerade mitschreiben. Ne? Also nur zum Gegencheck. Ich habe nur eine Ergänzung.
Ich habe es geschrieben, Grundlagen des Change Management für zentrale Rollen wie Change Agents oder Manager, zum Beispiel widerstehende Kommunikation, so Verläufe, du hast jetzt die Kurven genannt, Frameworks, Methoden, Tools. Ja. Ich greife das nur auf, was jetzt diskutiert wird, gehe ich absolut mit. Also es kann ja so eine Art Persona, bedarfsträgergruppenorientiertes Sichtweise auf das Thema gelenkt werden. Du hast ja den Prozess vorher noch aufgebaut, den du hattest mit Prepare und Deployment und so weiter. Warum gibt es eigentlich in dem Fall keinen Guide, der über diesen Prozess hinweg diese Personas mal in den Mittelpunkt rückt? Also dieses menschenzentrierte Thema eben berücksichtigt. Und wir reden ja vom Thema Perspektivverschränkung, das heißt Kommunikationsstörungen, Widerstände, was genannt worden ist, könnte eine Idee sein, Personas aufzubauen, wie zum Beispiel den Anwender, den Enduser, den ITler, den Systemadministrator, den Manager, den Change Agent, die in diesem Prozess eben eine Rolle haben, wo sich dann IT-Projektleiter gemeinsam mit ihren Teams dann orientieren können, welche Rollen haben wir denn innerhalb unseres Projektes überhaupt mit drin und in welcher Phase sind denn diese Rollen wie mit dem Thema überhaupt angesprochen? Also sind die überhaupt im Widerstand, sind die hart kodiert in dem Fall mit dabei? Weil wenn man die IT auch oft hört, dann redet man von Software-Einführungen und sagt, es steht alles in der Doku, lest es euch durch. Da wird die Unternehmenskommunikation kribbelig, weil die dann sagt, nee, also so können wir nicht an die Leute rangehen. Also Stichwort Perspektivverschränkung über Personas. Okay, also welche Rollen Personas in dem Prozess? Also Stichwort Perspektivwechsel und Reflexion. Genau. Ich versuche gerade alle. Ja, du schreibst, stell dir mal kurz den Hinweis, wer online was sagen will, bitte kurz anheben. Also ich sehe jetzt keine gehobenen Hände. Und wenn ihr was sagen wollt, einfach anheben. Ich würde das gern nochmal ergänzen, weil das vorher auch nochmal die beiden Begriffe, also betroffen, beteiligt. Vielleicht kann man auf dem Level nämlich erstmal anfangen, ergänzen auch zu den Personas, dass man erstmal sagt, also du hast ja Betroffene und du hast Beteiligte, dass man da auch nochmal schaut, zu differenzieren. Und die Betroffenen willst du ja auch zu Beteiligten machen und auf dem Weg dann dahin. Denn das idealerweise hast du ja nachher 100% Beteiligte. Also deine bei den 82%, das sind wahrscheinlich dann die Betroffenen. Ne? Und die bauen ja genau diese Widerstände auf, ne? Aus Ängsten, was auch immer dahinter steckt. Und das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, wenn man da erstmal ansetzt und dann sozusagen das weiter runter drillt dann auf diese anderen Ebenen dann eben, ne, wo du sagst, okay, welche Rollen, welche Personas hast du dann dahinter? Ne? Das ist ein guter Punkt, aber man könnte auch sagen, Entschuldigung. Mir kam nur eine Idee, man könnte ja auch sagen, ne, wir haben hier so Personas zum Beispiel, also wir haben jetzt in unserem Modell Leadership Business, also IT und so weiter, und man könnte da sagen, man macht jetzt eine Phase nur, ne, die jetzt wichtig ist, gerade die Analyse- und Discovery-Phase, also das machen viele halt nicht gescheit, weil Deployment und so und Endnutzer-Training, ich glaube, da wissen schon viele Bescheid und das ist dann halt eher Ausführung, also nur als Idee, ne, also aber ich finde auch das Thema, ich habe es jetzt aufgeschrieben, Grundlagen Change Management für zentrale Rollen war eigentlich eine gute Zusammenfassung und dann bei einem LernOS-Guide brauchst du vielleicht parallel eine konkrete Case Study oder ein Projekt, vielleicht mit irgendeinem, gibt es schöne Canvas-Modelle, wo dann jeder dann sein eigenes Change-Projekt parallel beschreibt, entwickelt oder so. Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ich tue, weil das was sagen. Ja, was mir dahingehend auf jeden Fall auch noch eingefallen ist, ist, dass man zum Thema vielleicht Auftragsklärung auch nochmal, gerade in der IT, einen sehr, sehr großen Aspekt mit reinbringen muss, um einfach zu verstehen, was das Management will, was die Betroffenen wollen, was die Beteiligten wollen und wie die vor allem die Standpunkte sehen. Ja, weil gerade als Projektleiter, der vielleicht sogar von externen kommt und einen Change induzieren möchte, die Auftragslage ist ja in jedem Auge anders und die Betroffenen sehen das oftmals nicht so wie die Beteiligten. Das heißt, wenn man so einen Guide entwickelt, dann bin ich der Ansicht, dass wir einen sehr, sehr großen Punkt Auftragsklärung wirklich mit reinschreiben müssen in Sachen, wie strukturieren wir eine Auftragsklärung, dass wir wirklich schauen, dass jeder einzelne
ja auch sein Anliegen vorbringen kann und vor allem seine Prozesse auch darstellen kann, in denen er gerade hängt oder die verändert werden müssen und das dann natürlich auch abgleichen kann mit dem, der dann ja im Endeffekt zahlt, also das Management, ja, dass man da wirklich die Parallelen herstellen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man nochmal so einen Guide schreibt, der einfach so eine Line geben soll. Ja, also absolut, weil ich glaube, viele, die machen Change Management nicht ab Anfang, sondern irgendwann, oh, gibt es Widerstände, wir müssen Change Management machen. Und gerade die Discovery-Prepare-Phase, wo dann Auftragsklärung, Stakeholder-Analyse, Kraftfeld-Analyse, gibt es so viele tolle Ansätze. Wenn du das am Anfang nicht gescheit machst, klar, dann läufst du halt in irgendwelche Widerstände, läufst du eh, aber dann bist du halt unvorbereitet vielleicht. Ne? Und das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, ergänzend dazu ist das Thema Erwartungsmanagement auch wahnsinnig wichtig, weil gerade bei IT, die Lösungen, die man privat kennt, die sind so advanced und so ausgereift, die greifen auf so viel Analytics zurück und sind so gut, dass das im Corporate-Kontext ist es unglaublich schwer, die Qualität, die wir privat kennen, aufrechtzuerhalten. Und es ist ganz schwer zu vermitteln, dass das eben nicht von Anfang an alles ohne Fehler und ohne Verzögerungen und mit den richtigen Daten und so weiter. Also dieses Erwartungsmanagement ist wichtig. Und das, was ich gerade eben noch dachte, während ich zugehört habe, brauchen wir eigentlich einen Change vor dem Change, weil bevor wir über den Change mit den Betroffenen sprechen können, brauchen wir, wenn ich es jetzt zugehört habe, ja eigentlich den Change der Beteiligten. Also ich muss als Beteiligter erstmal verstehen, dass Change Management für meine Betroffenen wichtig ist. Weil wenn ich, also wie kommt die Person dazu zu fragen oder zu erkennen, dass sie ein anderes Denkmuster hat als der Betroffene? Da muss ja vorher erstmal was abgelaufen sein, wo ich reflektieren konnte, Mensch, ich tick ja anders. Also und solange quasi das gar nicht, und das glaube ich, weil dann entsteht auch dieses Bewusstsein für das, was ich auch wahnsinnig wichtig finde, Eindeutigkeit der Nachrichten, dass gerade SAP zum Beispiel, das sind riesige Projekte, da erzählt das Team A was anderes als das Team B, der Betroffene denkt sich am Ende des Tages, alles Chaos, ich war 3 Jahre, bis sie sich vielleicht geeinigt haben. Dieses Bewusstsein muss ja entstehen, dass man sich da zum Beispiel auf konsistente Nachrichten einigt und so weiter. Und ich habe mich gefragt, müssen wir den Prozess vielleicht als allererstes oder mitdenken, dass er auch stattfinden muss, dass gar nicht alle, die beteiligt sind, ein Verständnis davon haben, wie sie Change gestalten oder dass sie das was angeht und nicht nur den Change Manager in dem Projekt sozusagen. Also ich habe mal aufgeschrieben, Change inklusive den eigenen Change-Mindset erleben und auch reflektieren. Das sollte da auf jeden Fall dabei sein. Ne? Also als dass man an, ja, jetzt nicht nur Methoden lernt, sondern sich selbst auch reflektiert. Ja. Ich habe das aber ein bisschen anders verstanden, dass wir eigentlich vor dem Spiel eine Aufwärmphase brauchen. Wenn ich jetzt im Bayern-Netzwerk Jargon-Standardsituationen das übernehmen darf, was die Session vorher bringt. Also fast als Anfang praktisch, bevor ich irgendwie Methoden lerne, dass ich mich mal selbst reflektiere. Ja, weil du ja auch gemeint hattest, zum Beispiel, wir fangen ja mit dem Change an, wenn sozusagen schon irgendwas, der Stein ins Wasser geworfen worden ist und jetzt merken wir, in der Organisation tut sich was und wir nehmen das reaktiv mit auf. Und hier habe ich einen proaktiven Ansatz, der sozusagen das Tool überhaupt nicht oder die Change, die IT-Entwicklung nicht in den Vordergrund stellt, sondern eher das, was eigentlich dann dem Change aktiv wird. So hatte ich es jetzt mit aufgenommen. Also als Change vor dem Change in Vorbereitung eher eine langatmige Kommunikation oder eine passende Kommunikation, wie auch immer, mit den Beteiligten, um dann diesen, wie sagt man dann so, diese Lust zu haben, ja, wann kommt denn das Ding jetzt endlich und es haut mich nicht mehr um, weil jetzt haben sie so viel drüber kommuniziert und geredet, also jetzt will ich es auch haben. Aber auch im Entwicklerteam. Ja. Genau. Also, ich habe nur ergänzt, im Entwicklerteam. Ich finde den Begriff gut, den du genannt hast, Change for them Change, weil das so eine Aufmerksamkeit schafft. Und manche denken ja so in so Abfolgen und dann kann man das gut unterbringen. Und dein Stichwort wäre da auch gut drin, Unternehmenskultur. Also nicht nur eine Selbstreflexion, das finde ich ganz wesentlich, super. Aber auch eine Reflexion, was haben wir hier überhaupt für eine Kultur und wie viele Change-Projekte, Stichwort Change mich am Arsch, sind, Entschuldigung, es wird aufgenommen. Ja,
Ja, ich habe nur, also ich habe nur zitiert, einen Buchtitel. Ich habe es nicht gelesen, aber es ist, also, ja, genau. Ne? Aber ich kenne es auch aus der Erfahrung und genau, deswegen auch nicht nur Selbstreflexion, auch eine Reflexion der Kultur und im Zweifelsfall auch mal sagen, ist das überhaupt aktuell ein Projekt für uns? Stemmen wir das überhaupt? Also so hart würde ich auch rangehen, weil es, wenn man sagt, es gibt so viele Projekte, die auch scheitern, manche Projekte sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, die werden durchgedrückt, Stichwort Portfolio-Management und es ist nicht die Kapazität da, es ist nicht die Bereitschaft da und von daher auch das könnte sozusagen der Change-Word im Change sein. Ne? Ich glaube, das Challenge ist für viele, da hat jetzt die IT mit dem CEO oder CIO oder CFO, die haben halt jetzt einen großen Abschluss auf dem Golfplatz gemacht mit Microsoft oder ist inzwischen nicht mehr so natürlich als compliant oder mit SAP oder mit Salesforce und dann hier, jetzt macht es mal hier, sagt dann jeder Vorstandsbereich. Und wenn es auf PowerPoint steht, dann ist es für viele schon umgesetzt im Top-Management. Ja. Aber vielleicht kann das jetzt genau das Ergebnis aus diesem Change vor dem Change sein, zu sagen, sind wir reif für diesen Digitalisierungsprozess, für die IT-Einführung? Microsoft macht ja Ähnliches mit ihrem ADKA-Modell, die ja das A als Awareness genau voranstellen, um zu sagen, was ist jetzt in der Bewusstsein in der Organisation überhaupt bei den Teilnehmern da? Um danach überhaupt die Wünsche zu erfassen im D-Desire. Das heißt, es könnte so eine Art Change vor dem Change mit dem Ergebnis zu sein, wie wollen wir es machen, wollen wir es überhaupt machen, um es ergebnisorientiert zu bringen. Weil jetzt zum Beispiel SAP-Projekt, das ist halt dann immer die Frage, wie ist es aufgehängt? Du kannst ja komplett so eine Art Greenfield, ganz neue Businessmodelle entwickeln oder du kannst nur eine Konversion machen, was wie so, also nicht so wie Drag and Drop, so einfach. Aber doch eher ein technischer Change, der ist dann natürlich nicht so krass. Also du kannst natürlich den Scope auch vom Change, je danach, wie reif man ist oder wie auch das auf die Zeitschiene gelegt ist, kannst du auch ändern. Ne? Also nicht nur ob überhaupt, sondern auch wie. Ne? Und es ist dann auch für die Selbstreflexion eigentlich, wie gehe ich mit Change um, ne? Oder wie bin ich bisher mit Change umgegangen? Und nochmal zur Kulturänderung, also es braucht auf jeden Fall eine Kulturänderung. Ich habe das bei Microsoft tatsächlich mitgemacht, miterlebt, lange Jahre dort gearbeitet und auch das ADKA-Modell eben dort mit umgesetzt. Und wie das eben tatsächlich, das ist natürlich ein langer Prozess, ehe es da ein Shift gibt im Mindset. Ne? Und Thema Kultur nochmal, auch eine Fehlerkultur zulassen, ja. Und da würde ich auch noch dazu sagen, dass man von Anfang an auch die richtigen Bereiche mit einbringt, weil ganz oft ist es so, dass zwei Bereiche zum Beispiel einen Change anstoßen und nach einem halben Jahr merkt man, ja, aber da gehören eigentlich noch drei oder vier andere damit mit dazu, die uns aber dann eigentlich einen Stein in den Weg legen, weil sie von Anfang an nicht mit beteiligt waren. Genau, ich habe gerade Stakeholder-Analyse und Einbindung, das ist ein wichtiges Paket seit am Anfang, ja. Aber auch ergänzend auch nochmal zu dem, was du eben sagtest, Thomas, weil da ist ja was dran, also wenn du im Top-Management, also wenn da diese Entscheidung eben getroffen wird, genau da dieses Bewusstsein, das passt ja schön, was du sagst, das sind ja dann so die Erstbeteiligten, wenn du so willst, die erstmal das Bewusstsein entwickeln müssen, was passiert da eigentlich bei den Leuten? Und das ist ja gar nicht da, weil ich denke, ich habe mal eine PowerPoint-Folie, ne, da steht doch jetzt der Plan und jetzt Attacke, ne, mach mal. Nur Zahlen ne, so, halt, ne? Genau, ja, so, Business Case. Genau, Business Case und geht los. Ne? Und da das Bewusstsein, erstmal, dass da Menschen sind, dass da was passiert. Ne? Weil wir jetzt so schön bei den Menschen sind und alles ist so schön, ne? Soziale Kompetenz und so. Ich würde aber auch so Sachen reinbringen, die Change braucht auch Tempo. Also auch mal diese Perspektive, denn in der Zeit, in der ein Change passiert, sind die Leute gebunden, sind involviert, sind in der Innenperspektive und das hat große Konsequenzen auf die Kunden, ob das jetzt interne sind oder externe. Und das kann eben wirklich auch ein Change bedeuten, ich verliere Kunden, ich verliere Lieferanten, ich verliere Mitarbeiter, die frustriert sind, weil sie im Change hängen. Also auch solche Themen, also nicht sozusagen nur dieses
die weiche Seite des Change, also da gibt es ganz knallharte Sachen und also deswegen auch so solche Themen. Ja, so Sprints oder so. Ich habe es mir unter Arbeitsmethodik mitgeschrieben, oder passt das so, um schnell fokussiert zu arbeiten? Oder, Ja, das ist jetzt ein Tool, aber erstmal das Bewusstsein dazu schaffen, also da bin ich jetzt wieder in den Grundlagen. Und das finde ich aber schön, du hast gleich das Tool dazu genannt, ne? Genau, ne? Aber erstmal, also zum Beispiel, ich bin Soziologin, ich gucke echt auf weiche Faktoren, ich gucke auf die Beziehungen, ich gucke auf die Emotionen, die Sozialdynamiken, und trotzdem, es gibt harte Sachen und diese harten Sachen mit reinzunehmen, ne? Also das prima dann mit Tool umgesetzt, das wäre so auch meine Vorstellung. Passend dazu könnten wir dann auch überlegen, ob wir es auch Change Management nennen, weil man kann es jetzt ja auch nicht unbedingt managen in dem Sinne. Es gibt ja auch den Begriff Leading Change, und ich glaube, das würde dann viel, viel besser passen. Da möchte ich gerne widersprechen, weil das für mich auch ein Thema Leadership so ein Thema ist, dass ich etwas leiten muss und anleiten muss. Aber gerade beim Change geht es für mich überhaupt nicht um Leading, sondern eher um Following, dass ich derjenige bin, der eben diesen Trend mitmacht. Also ich begleite das, ich gehe diesen Weg mit. Also wäre es für mich überhaupt kein Change Management, auch kein Leadership in dem Sinne, sondern ein Change Followership. Ja. Das mitzunehmen und zu sagen, warum bin ich jetzt von meiner Seite aus jemand, der diesen Change auch mitgeht? Ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin absoluter Fan von Modellen, auch Worten. Ich glaube, was die Challenge oft ist, dass wir in unserer Blase voll weit sind. Ich bin Wirtschaftspsychologe, du bist Soziologin. Also wir kennen uns da voll aus, und wenn du dann auf einen Manager triffst und dem dann irgendwie was von Spiral Dynamics erzählst, jetzt mal als Beispiel, auch cooles Modell, überforderst die Leute total. Ne? Dann ist fast wichtiger doch auch wenn ich eigentlich Change Management, das ist echt alt und gibt schon ewig, vielleicht ist, können wir auch diskutieren, macht Transformationen nicht mehr Sinn, aber ich glaube, man muss eher gucken, dass man dann Begriffe auch findet, die Leute abholt. Aber okay, ich schreibe es mal mit auf, einfach Leading Change versus Change Management versus Change Followership. Ja, das ist das Proaktive, genau. Change gestalten, dankeschön. Danke. Natürlich verführerisch, einfach so dem Thomas das zuzurufen. Nee, genau, weil Management ist oft so Verwaltung. Und es geht da um das Gestalten. Das ist sehr cool. Man kann Change auch nicht managen. Wie bitte? Man kann Change nicht managen. Ja. Eine kleine Ergänzung. Und es gibt doch auch in der IT auch Change Management ist auch eigentlich ein anderer Begriff. Ne? Also das hat ja was mit Technical Change Management. Genau, Technical Change Management. Ja, da gibt es auch viele Verwirrungen. Es gibt sogar Produkte dafür, und das kann verwirren. Ne? Ja. Mir wäre noch ein Thema. Jetzt noch kurz. Ich habe nur auf die Uhr gerade geguckt. Okay, sorry. Entschuldige. Mir geht ganz schnell. Ein Thema, was mir vorher schon mal in den Kopf geschossen ist, gerade bei dem Fokus IT und Software-Kontext, sind ja auch nochmal die fokussierten Rollen. Also es gibt ja gerade im IT-Bereich diese fokussierten Führungsrollen oder generelle Rollen, und die sind ja auch überall anders und werden selbst in den Unternehmen ja auch unterschiedlich gelebt. Und ich fände es auch ganz hilfreich, wenn einfach nochmal im Kontext von Kommunikation, Zusammenarbeit vielleicht auch ein Part Verantwortlichkeiten, Rollenklärung als ein Thema mit drinnen ist. Weil ich das jetzt bei uns direkt in der Organisation auch merke. Riesenthema, Rollenklärung. Ja. Wo genau dann auch die Konflikte entstehen können oder wo die Projekte einfach an die Wand fahren. Wir haben jetzt die Zeit schon vorbei. Also eine Frage wäre jetzt natürlich, wer hat Lust, bei so einem Geizen mitzumachen? ich weiß, es ist viel Arbeit. Ich hatte jetzt erst einen gemacht. Ich denke, da müssen wir eher gucken, dass man sich vielleicht mal einen Freitag und Samstag oder wie auch immer fokussiert trifft und mal so ein Prototyp entwickelt, wie bitte? Mit einer Eindeckung. Genau, das muss man nochmal priorisieren. So, im Endeffekt, wir haben die Leitfadenstruktur, wir haben Zeit, also wir haben Themen für die Anzahl von Wochen, und da müssen wir uns halt überlegen, für jetzt so Change gestalten, finde ich einen schönen Titel. Was sind da die wichtigen Themen, auch entlang von so einem Prozess vielleicht? Grundlagen fand ich gut.
Also wer hat Lust? Ich kenne eure Nachnamen leider nicht. Alles, ja. Wie machen wir es am blödesten? Wir schicken dir auf LinkedIn. Das wäre super. Das wäre super. Ist sehr gerne dabei. Hm? Nur, dass ich auch mit E-Mail-Adresse, oder? Dann kann ich vielleicht einen Teams oder irgendwas aufsetzen. Vorschlag, du hast einen Slack dann. Diejenigen, die Interesse haben, posten einfach wieder einen Slack an. Ja, ja. Haben wir einen Check? Ja, ah, okay, super. Ja. Er wurde zwar nicht genutzt, aber kann ich da als oder, ja, genau, macht auch das Konzeptboard, super, guter Punkt. Aber da ist mir der Kontakt bei uns. Also, okay, nein, direkt Nachricht. Du kannst in Slack eine Direktnachricht an Thomas schicken. Und dann hat er deine Kontaktdaten. Können wir es nicht mehr LinkedIn machen? Ich bin Slack, ich bin es kompliziert. Wir nutzen das Null und. Christine, schickst du dann dem Thomas bitte eine LinkedIn-Nachricht? Ja, mache ich, weil ich bin noch nicht im Slack. Ob sie was sagen will oder mitmachen will. Christine, willst du mitmachen oder was sagen? Ja, ja, ich melde mich bei dir, Thomas. Via LinkedIn, weil ich habe den Slack noch nicht. Ich bin eigentlich neu. Ja, LinkedIn ist super, genau. Ich sammle das zusammen und dann, wenn jemand nichts hört in den nächsten 2 Wochen, bitte melden. Ich schreibe dann, also falls sich jemand vergesst dann. Ne? So. Oder? Also, wir haben gerade einen Leitfaden erstellt und ich weiß nicht, was das ist. Auf die 6? Ja. Ja, auf die 6, genau. Nicht auf die 2. Wir haben ja gerade einen Leitfaden erstellt und andere haben auch Erfahrung. Also was uns super geholfen hat, war, dass wir am Anfang ganz starkes Teambuilding gemacht haben für uns, dass wir uns kennengelernt haben. Und wir haben eine Personenarbeit gemacht im Sinne von, was ist unsere Zielgruppe? Und da haben wir sehr viel Klarheit bekommen und vor allem auch neue Ergebnisse. Also unsere Zielgruppe am Anfang war eine andere als vorher. Mhm. Und das würde ich sehr empfehlen, da so einzusteigen mit ein bisschen Zeit, für Teambuilding, weil hinten raus wird es richtig, richtig Arbeit. Ja, wir haben ja auch erst unser fertig gemacht und genau, deshalb Fokussierung, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit am Anfang, dass man mal einen halben Tag mindestens macht, wenn es geht, oder Vormittag oder so, vielleicht freitags, man, sowas geht dann manchmal einfacher. Ja, super, ich freue mich, toll, dass ihr alle mitgemacht habt, auch für die, die online dabei waren. Danke. Cool. Danke, Thomas. Danke. Cool.